Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 im Challenge-Projekt mit dem Andi, Patti und dem Schweizer. Grüße. Hallo. Hi. Hallo. Am so, Mittwoch. Dann ist jetzt meine letzte Folge ansehen, weil die Zuschauer haben sich aufgeregt, dass ich die ganze Woche nur angesehen habe. Gut. Die ganze Woche, das ist die zweite Folge die Woche, also. Ja, auf zu jammern. Letzte Woche, du. Oh. Was macht man mit so einem? Den kannst du auch nirgends abgeben, das bringt auch nichts. Nee, die bringen mich ja freiwillig wieder. Ja, eben. Also? Was sagt ihr das? Ja. Frage beantwortet, ne? Ein verschwer erziehbare Kinder bringt auch nicht mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bitte? Ach, nix. Oh, es leckt aber ein bisschen. Weiß ich nicht. Ich seh's nur. Der Schweizer beobachtet mich. Ja, ist doch nichts Neues. Also, anders formuliert, ist doch nichts, was du, ne? Was? Alles gut. Verstehe ich jetzt nicht? Ja, ich auch nicht. Und wie ist das Wetter bei euch? Och, sonnig, aber kalt nachts vor allen Dingen. Kalt? Kalt, ja, wir hatten heute schon wieder Frost. Aber das waren alle wieder gefroren. Also bei uns soll es jetzt warm werden. Also so wirklich warm. So, warm, warm. So, warm, warm. Aktuell 3 Grad. Rutscht nochmal 4 Grad heute Nacht. Wir hatten jetzt letzte Woche, glaube ich, so einen Tag. Es war der Freitag oder der Samstag. Da hatten wir so 10 Grad plus, ne? Hm. Naja, jetzt die Woche auch so 11, 12 Grad. Was man ja sagen muss, 10 Grad plus erkennst du an zwei Dingen. Erstens, du brauchst jetzt nicht mehr unbedingt den Pullover. Und zweitens, es laufen alle Mädels mit einem Minirock rum. Ah ja. Bei 10 Grad. Ja. Ich hab kann man machen? Also, ich habe das gesehen und hab vom Sehen habe ich schon Halsschmerzen bekommen. Aber es gibt auch die Hardcore-Typen, die bei minus 15 Grad mit kurzer Hose rumfliegen. Oh ja, die haben wir auch. Die haben wir auch. Alter Falter. Wo ich mir sage, warum? Das stimmt. Turnschuhe. Kurze Hose. Kurze Hose. Natürlich keine Mütze, keine Handschuhe, gar nichts. Kurze Ärmel. Ja. Du siehst das und frierst gleich noch mehr. Katastrophe. La. Ist denn Schweiz? Ah, der ist gemutet. Ich hätte noch. Bitte? Schweiz ist nicht da. Ich hätte noch gerne gewusst, wie viel uns denn die beiden bringen. Weil dann können wir schon ein bisschen kalkulieren zu Anfang, oder? Oder würdet ihr das nicht als wichtig achten aktuell? Ja, das am Versuchen ist. Was? Ich bin am Forschen. Was? Ich forsche. Du forschst? Du sollst. Okay. Jugend forscht. Was machst du denn für einen Forschi? Irgendwelche schauen. ...16,6 Stunden hat der jetzt schon drauf hier. Aber wenn die das jetzt wirklich machen sollten, Team Gelb, was wir uns so denken, dass sie machen, ne, dann haben die echt einen sportlichen Plan. Die Woche. Die Frage ist, ob sie es schaffen. Ich weiß es nicht. Und vor allem, sie müssen ja noch da gibt's noch jemanden, der eine Mission macht nebenbei. Ja, klar. Drescher haben sie ja, ne? Mein PC schafft nicht zu ELS gleichzeitig. Schade. Das kenne ich irgendwo, ja. Zum Beispiel gleichzeitig, dann geht die 2060 in die Knie. 2060? Ja. Ja, dauert nicht mehr lange, dann hole ich mir einen Drescher. Dennis, glaube ich, hat das aufgerüstet, ne? Ja. Oh, ich muss da mal fragen gehen. Ich bin gleich wieder da. Und? Hallo.
Hallo, hallo. Hallo Werner. Komme ich ungelegen? Ist mir egal, aber ich frag trotzdem. Ein rhetorische Frage. Ich bin doch fest. Hätten wir erklären. Reidritt, also nur aber Dennis, grüß dich, hallo. Ja, grüß dich. Schön, dass wir es einrichten konnten heute. Ja, sehr gerne. Ich wollte fragen, wir hatten gerade nämlich das Thema Grafikkarten. Du hast ja einen neuen PC zugelegt. Das ist korrekt, ja. Eine richtige Höllenmaschine oder wie ist es? Ja, was heißt, also für mich im Vergleich zum vorher ist es eine Höllenmaschine, ja. Okay, was hast du so für Specs drin? Ich habe mich dazu entschlossen, die Grafikkarte, die ich vorher hatte, zu behalten. Ja. Das war eine RTX 20 oder ist eine RTX 2060 Super. Okay. Und in allen anderen Bereichen bin ich, was das Mainboard angeht, auf ein MSI B760 Gaming gegangen. Wegen Dennis Gaming? Genau. Logisch, verstehe ich. Deswegen, dann 32 GB Arbeitsspeicher DDR5. Ein i7 mit 13700K mit Wasserkühlung. Wasserkühlung. Und was fehlt noch? Gehäuse. Das waren, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Ja, das Gehäuse ist so ein Bling-Bling, habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Ja. Ach so, genau. Und insgesamt 4 Terabyte SSD-Festplatte. 4 Terabyte? Ja, die kosten ja nicht mehr so viel momentan. Ne, die waren verhältnismäßig noch das günstigste an dem. Allerdings leckt es bei mir ohne Ende gerade. Schön. Ja, nichts anderes hast du auch verdient, ne? Weil zu spät also kommt. Also hier nicht. Hallo, Entschuldigung. So. Nee, ist ja schön. Hast du selber zusammengebaut oder hast du irgendwo bestellt? Habe ich bestellt und zusammenbauen lassen. Bis auf die Grafikkarte entsprechend natürlich. Ja, die hast du ja raus. Okay. Ja, ja. Wann kommt das bessere Internet bei dir? Wenn er umgezogen ist. Genau. Also ist das halt mit dem Salzstreuer unterwegs. Nee, ich stell nur simple Fragen, ne? 2033 ungefähr. 2033, nee, cool. Schön. Gut, ich will auch gar nicht länger stören. Nicht ne? Die Uhrzeit, nee. Ne? Genau. Aber ich bin informiert, ich komme dann wieder, wenn es was zu besprechen gibt. So ist richtig. Ja, okay. Siehst du? Tschüss ja, euch. Gerne. Tschüss. Ich bin schon Tag nicht durchgelaufen. Ich so. Werner? Ja. Ich habe die 8000er Sail-Mission angenommen. Bist du wahnsinnig? Die kannst du machen. Ja, die mache ich dann. Die ist gleich neben deinem Feld. Also kannst du unten bleiben dann. Okay. Also Dennis hat sich jetzt einen neuen PC zugelegt. Das Internet ist immer noch das gleich schlechte, hat er gesagt. Geil. Also hab ich gesagt, aber. Und er hat die einzige Komponente, die er mitgenommen hat vom alten in neuen PC, ist seine Grafikkarte, eine 2060 Super. Ah, wenn man sich einen PC kauft, dann kauft man doch gleich noch eine andere Grafikkarte dazu. Ja, aber Grafikkarten sind die jetzt momentan noch so teuer? Da war ja mal vor einer gewissen Zeit war ja die Problematik, dass die so extrem in die Höhe geschossen sind mit den Grafikkarten. Nicht mehr so teuer wie auch schon. Also immer noch viel Geld, logisch, ne, aber erschwinglicher wahrscheinlich. Hey, ich hab Geld verdient, bin ausgestiegen, Andi, du kannst. Ja, gerade mal WhatsApp. Und dann fährst du den LKW zurück. Den LKW? Ja, ja. Bin ich drin. Kannst einsteigen. Bin ich drin, alles gut, beruhigen Sie sich. Perfekt. Thema Performance heute ganz schwierig, ja, ist wie es ist, ne. Finde ich jetzt noch nicht. Gut, ich stehe bloß rum. Echt oder was? Das ist aber momentan allgemein im LS wieder mit dieser Performance der Server. Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig, das die. So, was habe ich denn hier? Seemission. Ah, das ist Kartoffeln. Das können wir leider nicht, ne? Ist echt schade. Boah, das kostet auch 6000 Liter Saatgut. Uiuiuiuiui. Aber ist ja gut, wenn es abwechselnd die Teams erwischt mit schlechtem MS. Ja, wir hatten letzte Woche einen Totalausfall. Ja, Tensuko auch, bei der Suko läuft halt auch. Ja, das stimmt. Ausgeglichen. 42, wo ist denn die 42? Ja, ich weiß schon, was sie haben. Ich weiß auch, was Dark hier anspielt. Zu 100%. Was? Ja, oh, wie Baumstümpfe. Ja, und Baumstümpfe viele Bäume, und viele Bäume. Und Mimimi. Und jetzt Mimimi. Ja. Ja, und viele Bäume, dann müssen die ja gerade etwas sagen. Weil wir unsere Baumstümpfe nicht weggemacht haben, das ist halt eineinhalb Wochen das Mimimi. Ja, tun sie aber auch die nicht. 480 Bäumchen, die sie haben, die spielen da auch keine Rolle. Nee, die spielen keine Rolle. So, wie komme ich jetzt darüber, ohne dass ich jetzt einmal baden gehe? Das ist eine Ray. Rocken. Ich komme hier nicht drüber. Gut, dann muss man einmal drehen. Ach, da kommt Dennis.
Gleich muss er bremsen, ob er das schon weiß. Da ist ein Strauch. Alter, der Strauch hält 500 PS aus. Das ist ein strammer Strauch. Und das ist unser Feld. Hier müssen wir hin. Aber wir müssen dann nochmal über die Brücke da hinten drüber. Lalalala. Jetzt ruckelt es bei mir aber auch. Aber ich habe tatsächlich keine schlimmen MS. Es ruckelt nur. Jetzt ist besser. Ich weiß es nicht, was es ist. So, wie? Da ist wieder einer müde. Hast du wieder keinen Mittagsschlaf gemacht, Buddy? Doch, uns wurde mich angestupft. Wie, hattest, da hatte ich eine halbe Stunde Augenpflege gemacht. Achso. Was sagst du, Schweizer? Wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben noch 8,5 Minuten. Okay, dann bin ich kurz aufgekommen. Alter! Was treibst du da? Ich... Muss ich erst gucken kommen und dich den Popo versohlen? Du kannst mal wegbleiben, das wäre besser. Nö. Und warum? Alter, die Einfahrt... Das ist aber auch keine Einfahrt hier, ne? Einfach, um dich zu nerven. Geh doch zu Darky, der hat Bock drauf. Nein. Warum bist du so? Das riecht komisch. Kannst Dennis helfen, seine Bäume aufzuräumen? Bäume. Also ich kann jetzt hier noch mit 6-7 km/h grubbern. Ja, die Performance geht richtig in den Keller. Ich geh mal kurz bei Dennis vorbei, schauen, was die so treiben. Und dann kann ich euch sagen, warum es eventuell leckt. Ja, weil Baum. Kannst du es nochmal wiederholen? Das war so schön. Hörst du einfach das Video an. Das muss ich ja dann eh wieder beschriften, da höre ich das ja nochmal. Das siehst du. Oh, du hast es so schön gesagt. Mhm. War auch kurz vorm Wortversprecher. So gut, so schnell als er kommt, ne? Ah. Man kennt's. Ach, hier wäre auch eine Einfahrt gewesen. Aber hier ist auch keine Brücke. Mhm. Ich kann euch sagen, was es ist. Säge hat zwei Anhänger vollgeladen mit Holzstämmen und diese dreckigen Eichen, wenn die klein gehackt sind, das leckt wie die Hölle. Da sollten sie vielleicht nur mal einen Anhänger wegbringen und nicht zwei zusammen gleich. Weil das haut gerade die Performance richtig nach unten, glaube ich. Ich hüpf mal kurz runter. Weil die vor, zurück. Ja, warte. Ich hüpf mal runter. Jetzt wird links einen abhängen und dann getrennt fahren. Ja, irgendwie so, weil mit zwei fahren ist halt... Also ich verstehe den, ne? Logisch. Ja. Aber wenn das so... Das ist genau das Problem. Weil das habe ich nämlich bei Dennis letzte Woche auch ein Video gesehen. Der fährt und es synkt halt immer so ein bisschen nach. Und somit gehen die halt vor, zurück. Das ist halt für die Performance ganz schlecht. Und das hat bei denen das Problem, weil die so weit wegbringen. Bei uns werden sie ja, und bei Darky werden sie nur ins Sägewerk reingezogen. Ja, ja, aber die haben halt kein Sägewerk. Also die haben halt nichts, wo sie direkt verkaufen. Ja, wir haben halt keine Transportwege, dass wir sie rumfahren müssen. Ja. Nur, keine Ahnung, ein paar Meter. Lalala. Adi, wann geht's bei euch wieder los mit Arbeit? Du, wir sind schon drin. Achso, und was fährst du aktuell? Wie bitte? Was fährst du aktuell? Den alten M1 wieder, also den von letztes Jahr. Okay. Der Scania ist zwar da. Ja. Der ist vorletzte Woche in München eingetroffen. Ja, hast du mir geschrieben. Genau, aber eben nur das Fahrgestell. Achso, was bekommt der Kipper? Genau, da ist nur die Kabine und der Rahmen hinten und der muss jetzt zum Aufbauhersteller. Okay. Da ist er schon angeliefert worden und der wird jetzt dann aufgebaut. Da kommt jetzt drauf an, wie lange die brauchen. Das dauert aber schon lange, glaube ich, ne?
Ja, es kommt darauf an, wie viele alte Aufträge vom letzten Jahr die noch haben. Mhm. Bei LKW-Auslieferung geht es ja momentan sehr schnell. Kannst, nach 4 bis 6 Wochen kann es sein, dass dein LKW da ist. Oh, okay. Also das geht jetzt wieder ratzfatz. Aber ist ja klar, LKW-Bauer, die oder die ganzen Fahrzeugbauer, die produzieren ja und haben ausgeliefert und jetzt haben sie keine Arbeit mehr. Oder wenig. Aha. Und das verschiebt sich ja bei den Aufbauherstellern alles. Also da wird in einem halben Jahr dann weniger los sein. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Weil natürlich, die haben jetzt die LKWs noch, die MAN oder Scania oder wie auch immer ausgeliefert hat. Mhm. Bei denen ist jetzt weniger los, aber bei den Aufbauherstellern stehen die natürlich noch Schlange. Na, interessant. Was würdest du denn für ein Scania? Oi, volle Hütte oder was? Boah, sowas Unfreundliches. Voller als volle Hütte. Hey, hat die Wurst rausgebeten? Ich habe denen gesagt, woran das liegt, warum die Performance gerade im Keller ist. Ja, das wird man sagen. Ach so. Ja, da habe ich gesagt, ich bin nochmal nett zu euch, ich gehe jetzt. Tschüss. Das ist einfach nur unverschämt. Ich weiß nicht, ob du dafür der richtige Ansprechpartner bist. Jetzt habe ich angefangen, jetzt will ich ja auch noch fertig erzählen. Ja, bitte. Also es wird volle Hütte. Ja. Es ist ein Baustellenfahrzeug, also wirklich Baustelle, nicht Fernverkehr. Wir schlafen eigentlich nie im LKW. Ja. Große Fernfahrerkabine. Wow. Es wird ein 590 PS V8. Acht Töpfe. Läuft. Mit wirklich voller Hütte, mit Scania V8 Emblemen und Ausstattung und Leder. Hast du nicht gesehen. Dann die, wie heißen die? Vinylteppich oder wie die heißen? Für die Baustelle. Ja, da kommt kein Schuh rein, der wird in der Treppe ausgezogen. Strumpfsocke gefahren oder Hausschuhe. Ja. Strumpfsocke ist ja verboten, ne? Hausschuhe auch, du brauchst eigentlich festes Schuhwerk. Ah ja. Dann musst du dir wohl selbst Patronenschuhe reinstellen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Irgendwelche Riemensandalen. Mhm. Hinten geschlossen. Sandalen sind, glaube ich, auch nicht zulässig. Nee, Flipflop nicht. Genau, wenn sie hinten eine Riemen haben, dann schon. Ja, Flipflop nicht. Ah, spannend. Ja. Ja, momentan ist halt ein bisschen so kleinere Baustellen. Ja, du, mein Gott. Es ist lustig, unser Chef hat letzte Woche schon rumgeschimpft, weil die LKW stehen, die müssen laufen. Ja. Jeder hat gesagt, sogar der Juni-Chef hat dann gesagt, es ist Mitte Januar. Ja, das ist halt. Es ist nur um diese Zeit einfach, es ist nie was um diese Zeit. Mhm. Aber natürlich, die Auftragslage ist ja momentan nicht wirklich gut. Ja. Winter. Und jetzt wird dieses Jahr generell sehr, sehr schwierig mit Aufträgen. Okay. Ich habe einfach gesagt, wenn das Mitte letztes Jahres gewusst hätte, dass die Auftragslage so einbricht, hätte er wahrscheinlich den Scania den neuen nicht gekauft. Logisch, ja. Aber man tröstet sich immer gerne mit den Worten, es wird auch wieder besser werden. Ja. Guck mal. So, ich werde meine Mission noch ab. Ich hab. Nee. Ist das meine? Das ist meine. Das ist deine, ja. Ich hab fertig gegrubbert. Also wie soll ich sagen, vom Lohndienstleister sind wir der, am meisten anbieten kann, auf alle Fälle. Außer Dreschen. Ja, denke ich auch. So, ist irgendwas Neues gekommen, was Hübsches, was ich machen könnte mit dem Grover? Weil es ja, das ist ja... Nee, gar nicht gut. Okay, Patty. Hm? Nächste Folge. Eine Runde Uno am Hof. Was? Wir haben nichts zu tun. Uno habe ich heute auch schon gespielt. Uno hast du schon? Ui. Uno? Soll ich das jetzt hier ansetzen? Jetzt müsste man alle auf Steam kurz Uno holen und dann wirklich Uno spielen. Das wär's, ne? In der Folge Uno spielen mit dem LS-Hintergrund. Ja. Einfach nur, weil wir was können. Ja. Brettspielrunde und gehen wir zu Jennys und fragen, ob sie auch mitmachen wollen.
Wie viel kostet Uno? Weiß ich nicht. Aber ich kann nicht im Videotitel schreiben LS und dann zeige ich Uno, das geht ja auch nicht. LS, heute mal heute anders. LS, wenn man nichts zu tun hat im LS-Spiel, man hat Uno. Genau. Aber wir spielen erstmal gar nichts mehr, weil für heute sind wir fertig. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis morgen. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.